Sehr geehrte Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, GEMA, wir sind Anonymous. Wir beobachten mit Sorge eure überhöhten Forderungen bezüglich urheberrechtlich geschütztem Material auf YouTube und anderen Plattformen dieser Art. Das Resultat ist vielen YouTube-Nutzern hierzulande sicherlich bekannt. Beim Klick auf ein entsprechendes Musikvideo ist nur die Meldung. Leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat. Zu lesen. Anonymous empfindet dieses Vorgehen als eine Einschränkung des freien Informationsflusses. Sie weigern sich offenbar massiv dem Google-Unternehmen die nötigen Rechte einzuräumen, um bestimmte Musik- und Filmtitel in Deutschland zeigen zu dürfen. Ihren überzogenen Forderungen kann und wird das Unternehmen Google nicht zustimmen können, da es nicht die benötigten Werbeeinnahmen generieren kann. Wir haben keine Probleme damit, dass sie versuchen, den Plattenfirmen und Künstlern einen Gewinn zu verschaffen. Dabei stehen sie sich aber selbst im Weg und dadurch auch den Künstlern. Musiker brauchen YouTube-Videos, das wissen mittlerweile sogar schon die Plattenfirmen. Denn dies ist eine kostenlose Promotion, auf die kein Musiker freiwillig verzichten möchte. Wenn sich dieses Verhalten nicht ändert, sehen wir uns gezwungen, weitere Maßnahmen einzuleiten. Auch werden wir schon jetzt gewisse Tools verbreiten, mit denen wir es ermöglichen, dass auch gesperrte Videos von den Nutzern angesehen werden können. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung des Videos. Dadurch möchten wir erreichen, dass mit Google eine schnelle Einigung stattfindet. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.